Ja, hallo liebe Canaunity, herzlich willkommen zu den CAA-TV News aus dem Juli und herzlich willkommen zur ersten Outdoor-Sendung, denn es ist so warm in der Hütte, dass wir unser Studio nach draußen verlegen mussten. Solltet ihr also ein, zwei Traktor- oder LKW-Geräusche hören, dann liegt das daran, dass wir nicht weit von der Straße stehen. Dann fangen wir mal an mit den News. Aus Österreich. Bleibt Cannabis weiter illegal in Österreich? Der Verfassungsgerichtshof hat die Behandlung eines Antrags von Paul Burger abgelehnt, der sich gegen das Verbot des Cannabiskonsums gerichtet hat. Das Verfahren zur Prüfung des Verbots auf seine Verfassungsmäßigkeit wurde im Februar aufgrund seines Individualantrages eingeleitet. Wie der VfGH am Montag mitteilte, liegt es jedoch im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, den Konsum von Suchtmitteln unterschiedlich zu regeln. Also Cannabis unterscheidet sich halt von Alkohol oder Tabakwaren dahingehend, indem es als Suchtmittel von Völker- und unionsrechtlichen Rechtsakten, zum Beispiel der Suchtgiftkonvention 1961 und dem Übereinkommen von 1971 über psychotrope Stoffe erfasst wird, hieß es weiter. Vor diesem Hintergrund erscheint der Antrag auf Aufhebung des Verbotes aussichtslos. Der VfGH lehnte daher die Behandlung des Antrages einstimmig ab. Jungunternehmer mit Moped erwischt, weil ein unbekannter Mann in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Stadt Salzburg an einem Moped herumschraubte, meldete ein Anrufer der Polizei am Montagnachmittag einen vermeintlichen Diebstahl. Die Polizeistrafe entdeckte dann das Moped, allerdings keine Person. Das Moped war nicht zum Verkehr zugelassen und befand sich offensichtlich in Reparatur, da einige Plastikverkleidungen am Boden lagen, so die Polizei am Dienstag in einer Aussendung. Hinter der Frontverkleidung fanden die Beamten zwei Säckchen Cannabis. Der Mopedbesitzer wurde schließlich ausgeforscht. Gemeinsam mit einem Drogenspürhund konnten bei einer Hausdurchsuchung im Kinderzimmer des 18-Jährigen nicht nur zwei weitere Sackel entdeckt werden. Er war außerdem gärtnerisch begabt und man fand in seinem Zimmer eine kleine Cannabisaufzucht mit 5 blühenden Pflanzen sowie diverses Zubehör. Ja, der 18-jährige Salzburger zeigte sich laut der Polizei umfassend geständig und er wird auf freiem Fuß angezeigt. Abzock im großen Stil. Ja, hohe Rendite über Cannabispflanzen, das versprach das Unternehmen Juicy Fields Holding in ihren Anlegern. Jetzt müssen Tausende um ihr Vermögen bangen. Statt dem großen Geld kam jetzt aber der große Schock. Die Plattform, die auf Crowdfunding von Cannabis, also mehr oder weniger dem gemeinschaftlichen Anbau und Verkauf der Pflanze und ihren Produkten setzt, dürfte laut mehreren Quellen einen Exit-Scam im großen Stil abgezogen haben, sich also mit den Millionen der Anleger aus dem Staub gemacht haben. Ja, die Deutsche Bundesanstalt für Finanzaufsicht hatte zunächst eine Warnung ausgesprochen und Anfang Juni die öffentlichen Angebote von Vermögensanlagen in Form von Investitionsmöglichkeiten in Cannabispflanzen wegen Verstoßes gegen das Vermögensanlagengesetz untersagt. Nachdem der Plattform das Agieren in Deutschland verboten worden war, wurden dort Konten geschlossen, Auszahlungen verweigert und von Webseiten mehrfach geändert. Schlussendlich war das Geld der Anleger weg und die Betreiber auf Tauchstationen. Ja, mehrere Personen erstatten auch jetzt in Österreich Anzeige gegen dieses Unternehmen. Die Erhebungen laufen, dürfen sich aber auf jeden Fall noch als sehr komplex erweisen. Der Micha hat übrigens auch die Tage eine sehr gut recherchierte Sendung über das Thema herausgebracht. Schaut einfach mal bei ihm rein. Ja, und noch eine Meldung aus Deutschland, sorry. In Ludwigsburg gab es einen entspannten Einbruch. Das Cannamelion ist eins von vielen Geschäften in der Ludwigsburger Seestraße. Möchte man große Beute machen, würde die Wahl also vielleicht eher auf das Elektronikgeschäft 2 Eingänge weiterfallen. Auch das Verhalten der Einbrecher war alles andere als Norm. Fast eine Stunde hielten sie sich bzw. vor dem CBD-Shop auf, wie der Besitzer Lukas Schwarz berichtete. Während einer der beiden Schmiere stehen musste, genehmigt sich der andere Hanftee und lutschte Lollis. Darüber vergaß er offenbar, weshalb er eigentlich gekommen war. Denn laut Polizeibericht fehlte ausschließlich ein Tablet. Ja, doch wie die Einbrecher in den Laden gelangen, laut Polizeibericht hängten die Täter ein kleines Fenster aus, was sich oberhalb des eigentlichen Schaufensters befindet
und gelangten so in den Verkaufsraum. Den Tresor im Laden hat die Diebe wohl nicht angerührt. Stattdessen habe er sich halt in den Produkten so ein bisschen bedient. Die Beute reichte von kleinen Tüten mit Logo, Tees, verschiedene CBD-Öle bis zu Accessoires von Schmuck, die er zum Verkauf anbietet im Laden. Ja, so interessant diese Story auch sich anhört, den Familienbetrieb, der auch Filialen in Würzburg und seit kurzem Regensburg befindet, ist dadurch leider ein hoher Schaden entstanden. Der deutsche Drogenbeauftragte fordert Debatte über THC-Obergrenze. Angesichts des steigenden THC-Gehalts in Cannabis hat der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert, eine Debatte über eine Obergrenze gefordert. Ein Joint aus den 70ern ist mit dem heutigen nicht mehr vergleichbar, sagte Blinert. Der Gehalt des psychoaktiven Stoffes habe sich in den letzten Jahren durchschnittlich verdreifacht. Man müsse deshalb ernsthaft diskutieren, ob eine THC-Obergrenze für den Cannabis-Freizeitkonsum im Zuge der Legalisierung eingeführt werden sollte. Blinert hält dabei sowohl die Argumente der Gegner einer solchen Obergrenze als auch deren Befürworter für nachvollziehbar. Erstere sagen, eine solche Obergrenze werde den Schwarzmarkt nicht eindämmen. Befürworter verweisen auf die Risiken, gerade vom starken Cannabis. Wir werden sehen, wo wir am Ende des Prozesses landen. Albanien. Cannabis-Legalisierung sorgt für Empörung. Die albanische Regierung hat ihren Gesetzesentwurf zur Legalisierung der Produktion von Cannabis für medizinische und industrielle Zwecke ausgearbeitet, der nun Gegenstand einer öffentlichen Konsultation sein wird. Der Zweck dieses Gesetzes ist es, den Prozess der Kontrolle und die Überwachung des Anbaus, der Verarbeitung der Cannabispflanze und die Herstellung ihrer Nebenprodukte für medizinische und industrielle Zwecke zu regeln und zu gewährleisten. Auch ihr Export soll gemäß den Bedingungen und Vorschriften dieses Gesetzes und den Umsetzungen der Klassifizierung der Nebenprodukte der Cannabispflanze geregelt werden. Die Lizenzen für die Erzeugung von Cannabis werden für 15 Jahre erteilt, mit Recht auf Verlängerung. Die Anbauflächen können in Gewächshäusern oder anderen überdachten Flächen von 5 bis 10 Hektar liegen und dürfen 150 Hektar nicht überschreiten. Werbung zu betreiben ist aber illegal und wird mit einer Geldstrafe von bis zu 42.000 Euro geahndet. Weitere strafbare Handlungen sind die verspäteten Lieferungen der Produktion, die Abgabe falscher Angaben oder Erklärungen oder die Überschreitung der zugewiesenen Anbauflächen. Australien. Australien staunt. In Australien herrscht große Aufregung um eine ungewöhnliche Himmelserscheinung. Die Bewohner der kleinen Stadt Mildura im Bundesstaat Victoria im Südosten Australiens gerieten am Mittwochabend völlig aus dem Häuschen, als der Nachthimmel in ein unheimliches rosa Leuchten getaucht wurde. Es war bizarr, erklärte etwa eine örtliche Bewohnerin gegenüber der britischen Zeitung Guardian. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert und mein Vater hat gesagt, dass die Welt untergeht. In den sozialen Medien wurden zunehmend wilde Theorien über die meist außerirdische Herkunft dieses Phänomens ausgetauscht. Selbst örtliche Politiker gaben sich von den Lichtspielen beeindruckt. Die Erklärung war aber weitaus banaler. Denn das Pharmaunternehmen Ken Group bestätigte schließlich, dass die Lichter aus seiner örtlichen Einrichtung für medizinisches Cannabis kamen, wo die Verdunklungsrollos offen gelassen worden waren. Um eine hohe und medizinisch effiziente einsetzbare Ausbeute an Cannabis und dessen Wirkstoffen zu erhalten, brauchten die Hanfpflanzen Licht unterschiedlicher Wellenlängen. Vor allem das rote Licht, in diesem Fall für das himmlische Spektakel verantwortlich war, sei essentiell. Also üblicherweise würden aber in den Nachtstunden, wenn das rote Licht zum Einsatz käme, die Verdunklungsrollos heruntergelassen. Durch einen Fehler bei der Kontrolle der üblicherweise automatischen Abläufe sei dieses aber offenbar offen geblieben. Ja, in diesem Sinne, bleibt erleuchtet und gesund. Wir freuen uns auf eure Kommentare und eure Unterstützung. Bis zur nächsten Sendung.